Die Mann-Frau-Interaktion, die ist ja aktuell ziemlich festgefahren, wie es aussieht. Die Lust oder auch die Notwendigkeit für langfristige Beziehungen, die nimmt weiter ab. Und ja, eigentlich findet man auf beiden Seiten fast nur noch Verbitterung vor. Wobei sich das bei der modernen Frau typischerweise in Hysterie zeigt und bei Männern halt eher mit freiwilliger Isolation. Frauen glauben heute vollständig unabhängig von Männern zu sein. Und ja, das ist der Zeitgeist eben heute. Aber ich würde dennoch sagen, dass sich grundsätzlich nicht so viel geändert hat, denn Frauen wollen nach wie vor für langfristige Beziehungen den sozial fähigen, also den einflussreichen Mann, der sein Leben fest im Griff hat. Mann-Frau-Konflikte werden natürlich niemals ganz verschwinden. Es ist für Männer heute mehr denn je halt nur wichtig zu wissen, wo sie ihre rote Linie gegenüber Frauen ziehen und wie sie diese kommunizieren.